Wer will schon so einen alten Mann sehen? Ihr merkt, wir haben Oktober und es ist kalt. Es ist sehr kalt und ich freue mich, dass wir Ende Oktober haben. Genau, hi. Grüße, hi, angenehm, Walfisch. Hallo. Hi. Für mich als Unternehmer ist es okay, wenn dauernd die Tür aufgeht und viele Kunden kommen. Und das finde ich auch super toll, dass viele Kunden kommen. Und auf dem Weg bedanke ich mich natürlich auch bei der Kundschaft, die also hier das ziemlich gut finden, was hier gemacht wird. Gerade habe ich nämlich noch einen Anruf aus einem Gelsenkirchener Kino bekommen. Da muss etwas umgemacht werden von einer Festplatte auf einer Blu-ray und dann noch mit einem Dolby-System. Schauen wir mal. Das ist ja alles da. Wir machen auch Blu-ray. Machen wir auch. Aber es ist selten. Ich schaue gerade hin. Wir machen überwiegend für normale Kunden DVD, weil die halt nur DVD. Wir haben zig Blu-rays und keiner kauft Blu-rays, weil hier kaum einer Blu-ray hat. Okay, das dazu. Aber heute wollte ich hier keine Laudatio. Ich wollte jetzt auch keinen Schauspieler requirieren oder anrufen oder so weiter. Ihr wisst ja alle Bescheid. Und 2019 haben wir noch nicht. Ja, aber ich wollte halt mal über Film sprechen und dann gewisse große Größen, nämlich zum Beispiel Humphrey Bogart. Ja, Humphrey Bogart mit seinen ganzen Filmen. Ja, wir haben hier viele tolle Bücher für Filmfans. Ja, und für diese Filmfans haben wir nicht nur die Bücher, sondern wir lesen sie auch. Ja, und wer die Kamera... Ne, eins der berühmtesten zum Beispiel, ja, auch Citizen Kane, das Schicksal und so. Und wo wir gerade hier bei Humphrey Bogart sind, gehen wir natürlich auf die Legenden der Frauen im Film, die Frauen im Film, die damaligen Divas, das waren Divas. Die konnten sich vieles erlauben. An sich drehte sich der Film um diese Person, die Schauspieler war. Heute ist es leider nicht so, heute kann man jeden Schauspieler auswechseln, das wissen Schauspieler. Und manche Schauspieler mussten oder müssen sogar um ihre Karriere bangen oder den Auftrag und das Ganze. Also wir haben wohl die schönsten Filme, wir haben die schönsten Filme schon gesehen. Wir hatten auch erstklassig deutsche, gute Schauspieler wie Therese Giese. Therese Giese zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, wer das von euch überhaupt noch kennt. Auch die ganzen Bühnenstücke, ja, Film, Bühne, ja, ich meine, diese Gesichtsauszüge, die Schminke, der Ausdruck, das Spielen. Also einige Divas waren ja richtig verdammt gut unterwegs. Und hinter den Kulissen hier, mit Marilyn Monroe, ja, auch Humphrey Bogart und diverse andere, ich gehe einfach mal hier so rein, an einem Set. Das Set damals sah so aus. Ihr wisst genau, wie das Set heute aussieht, ja? Auch hier ist ein deutscher Schauspieler, ja? Ja, auch die Maske, die Dramaturgie, ja, Maske, Dramaturgie, also nicht nur Chewbacca hatte diese schwarzen Augen, ne, Chewie, sondern auch die anderen Schauspieler, die diverse Sachen da machen mussten, ja? Aber was haben wir denn? Hier zum Beispiel die Riesenklappen, ja? Die Riesenkameras, Kurbelkameras. Ja, also Film war und ist, also Film musste ja revidiert werden, ist also 1895, es könnte auch schon sein, dass es 1890 war, wenn man weiter irgendwo in den Archiven rum und dann die digitalisiert. Heute kann man die ja wunderbar digitalisieren, auch er hier, dieser Ausnahmeschauspieler James Dean, sie wissen nicht, was sie tun und Eden und das alles. Das waren Charaktere, also die waren Film, nicht der Film war. Also heute kann man jeden austauschen, jeden. Und im musikalischen Bereich und im Filmbereich ist er die absolute Legende. Ja? Dean, Frank Sinatra, Dean Martin, wenn er noch Junior, genau, Cymbalist Junior. Oder? Hier, den Film noch, wer das noch kennt. Ja, ja. Also, das ist... Das war ein Schauspieler, da geht kein Weg dran vorbei. Ja? Ein Buch habe ich, glaube ich, jetzt vergessen, das war Durbridge. Durbridge, den habe ich jetzt hier nicht. Dann gab es dann noch ein Buch,
über den Altmeister. Das habe ich jetzt hier auch nicht, ist aber nicht so schlimm. Wer Hitchcock nicht kennt, hat den Film sowieso verpennt. So manch einer, der den Film macht, macht heute nicht, dass er wenigstens einmal kurz zu sehen sein würde oder wäre. Ich weiß natürlich nicht bei euch, ob ihr bei E8 den Regisseur gesehen habt. Der Regisseur war dabei, ja, in dem Graben, wie angegriffen wurde, in der Fast-Schluss-Szene. Schaut mal in den Graben, wenn die Kamera hochfährt und der eine Schauspieler da die Hand nimmt und guckt und diesen roten Sand dann sieht. Weiß und dann rot. Daneben guckt einer ihn an und das war der Regisseur von davor. Ja, das ist eben so. Einfach mal gucken, wer das war. Ja, wo ist das? Also der hatte sich damit eingebracht in den Film. So, heute bringt sich leider keiner mehr in den Film ein. Die Filme sind also auch irgendwie stilistisch, also immer aufeinander. Also die funktionieren immer gleich. Aber auf diesem Weg mache ich jetzt einen Cut und begrüße Prashant. Also Prashant, der hat so toll da auch im ZDF diesen Taxifahrer da gespielt. And Action, dieser Film, dieser bayerische Film Action, da hat der Prashant auch mitgemacht und da hat er auch wirklich brilliert. Bei Cobra 11, da war er jetzt nicht so die große Rolle, aber er hat halt gnadenlos durchgezogen und hat dann diesen da sozusagen gemimt, ja, diesen Oberboss aus Indien. So, die anderen kenne ich ja leider nicht so. Okay, Ariane Raspe habe ich auch sehr gerne noch in Erinnerung. Ich habe ihr mal geschrieben, ob wenn sie Zeit hat, dass sie mal vorbeikommen. Monte ist klar, Frank Montenborg ist momentan, wie gesagt, mit seinem Kind unterwegs. Das Kind stand schon vor der Kamera. Und Wölke ist natürlich auch gerade vor der Kamera, hat kaum Zeit. Wir hatten natürlich am Wochenende ganz kurz, aber ist nicht so schlimm. Wenn Wölke mal wieder Zeit hat, okay. Dann habe ich heute den Knacki Deuser. Ich vermisse Knacki Deuser. Er hat mit Filmen nichts zu tun. Ist einer der besseren Komedianten oder Komiker. Oder ist kein Komiker, Satire, keine Ahnung. Er bringt da, also laut Mundsprache, bringt er da einiges auf den Punkt. Waschsalon zum Beispiel oder Neopresso. Da denke ich mir manchmal auch, sollte man Neopresso nicht vielleicht nachmachen? Fand ich toll. Warum er aufgehört, weiß ich nicht. Wie ZDF Neo ins Leben gerufen wurde, war er der Erste, der da war. Und er hat auch alles und seitdem hört man nichts im Fernsehbereich. Die Schauspieler können das sicherlich beurkunden im Fernsehbereich, Schauspielerbereich, im künstlerischen Bereich. Herrscht so viel Ellenbogen und da geht es mit Ellenbogen so richtig zur Sache. Also so super, also jeder sollte schon überlegen, ob er Schauspieler wird. Wir hinter der Kamera, wir können immer irgendwas machen, einfach nur aufzeichnen oder so wie jetzt überspielen, irgendwas herstellen oder nur Fotos machen, die Fotos bearbeiten oder den Film bearbeiten. So wie jetzt sollte er abends kommen aus dem Kino Gelsenkirchen, da soll was vorgeführt werden und irgendwas ist mit der Festplatte. Und die wollen das jetzt auf eine Blu-ray brennen, dass sie das dann mit einem Blu-ray-Gerät dort sehen können. Ich schaue mir das vorher an, vielleicht kann ich ihm helfen, weil heutzutage arbeiten wir mit Festplatten und von der Festplatte aus wird das dann über das System an die Leinwand gesetzt. Wie gesagt, der Amateurbereich, da ist das alles nicht so. Da ist man froh, wenn man jemanden findet, der einem hilft. Und deswegen hatte ich ja dieses Filmfreunde, ne, Fotofilmfreunde-Club gegründet und es wird jedem Clubmitglied und jedem Vereinsmitglied und jedem, der bei BDFA ist, geholfen, ist klar. Das ist Ehrensache. Und ja, nur die Materialien müssen dann halt bezahlt werden, weil das sind fremde Personen. Uns schenkt auch keiner was. Also meiner einer kriegt nichts geschenkt, gar nichts. Ja, der kriegt nur Ärger. Und muss dann gegen den Ärger arbeiten. Das ist das Leben eben so. Ne? Richter sagen dazu, sie sind Unternehmer, müssen das tragen. Ne? Risiko, nennen wir sowas. Ja, Risiko tragen. Ne? Gewinnoptimierung und all solche Sachen. Okay, auch im Film. Film. Und wie gesagt, ich habe mich also auch dieses Jahr schon verabschiedet vom Star Wars sein.
Also Star Wars hat sich verändert, Star Wars hat sich weiterentwickelt und so weiter, aber ist nicht, hat jetzt nichts mit meinem Alter zu tun, um Gottes Willen. Nur ist nicht mehr, ja, ist nicht mehr mein Star Wars, was ich mir unter Star Wars vorstelle. Ich sehe es mir an, aber ich werde es nicht kritisieren. Ja. Hallo, grüße. Hallo, ich würde gerne an alle Smartphone, iPhone Filmer. Wenn ihr schon mit WhatsApp arbeitet, müsst ihr immer darauf achten, dass auf WhatsApp was drauf ist. Weil WhatsApp hat eine Struktur. Egal was ihr da macht, in dieser Struktur wird alles festgehalten. Dokumente, Videos, Sprache und so weiter. Wer sich mit WhatsApp auskennt, weiß Bescheid. So, bei WhatsApp kann man aber auch Link senden. Also man kann Link senden, die man anschauen kann. Die sind aber dann nicht auf dem Phone. So, ich habe wieder Spezialaufträge, die ich sehr gerne übernehme bei sehr alten Fans von Filmen, sehr alt, um die 80, 90, die dann mit so einem modernen, kleinen, so klein, Smart, Gott sei Dank Smartphone 3 oder was, oder noch tiefer, also die anfänglichen Smartphones, die aber immer noch gut funktionieren, wo halt die Kinder dann dem Opi das eingearbeitet und dass er sich das dann anschauen kann. Ja, wenn so einer dann einen Film haben möchte, bin ich natürlich dann gezwungen zu tricksen. Ja, ist halt so. Das ist die Welt des Profis, dass er daraus für den Kunden, den zahlenden Kunden, was Besonderes daraus macht. Versteht sich. Also er macht da was Besonderes raus und wollen wir hoffen, dass wir das hinbekommen. Ja, meistens werden Aufträge erteilt, die schon längst fertig sind und dann müssen die revidiert werden. Das heißt also, der Auftrag muss wieder gelöscht werden und erneuert werden und dann da was zupacken. Ich liebe meinen Job, das ist halt so. Ich liebe Film, ich liebe Foto, besonders wenn die dann bearbeitet werden müssen. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, vor laufender Kamera kann ich sagen, müsste ich an sich nichts machen. Ich arbeite ja. Da ich aber, wie gesagt, selber was machen möchte, finde ich nicht so den richtigen Ansprechpartner, weil Film machen, meine lieben Freunde, ist Arbeit. Es ist Arbeit, es sind nicht nur Treffen da und dann irgendwas machen. Also wenn man einen tollen Film machen möchte, einen richtig tollen Film machen möchte, mit der Gewissheit, das könnte ein Willi werden oder ein Oscar, wenn er versteht, was ich meine. Man kann also Filme drehen, wo man der Meinung ist, in Amerika so ein Hollywood-Film, der könnte einen Oscar bringen. Ja, es gibt solche Regisseure, die darauf hingearbeitet haben, um einen Oscar zu bekommen. Und die haben alles da reingelegt, um das auch gezielt zu bekommen. So, und das ist hier bei diesen Amateurligen auf eine Art genauso. Viele, sehr viele drehen Filme, um dann in ihrem Bereich, ob in Hamburg, Schleswig-Holstein, oder noch weiter in Dresden oder noch weiter. Da gibt es ja auch Filmclubs, die aber nichts mit irgendeinem Dachverband zu tun haben, sondern für sich selber. Ja? Ob die da nun für sich selber irgendwas erfinden und dann als Pokal. Es gibt Festivals, die werden halt privatisiert gemacht. Festivals für Profis, Festivals für Amateure und so weiter. So, wenn meiner einer Lust hat, ich habe jetzt keine Zeit für Hamburg. Ja, Hamburg hat gerade hochgefahren, Nina braucht Leute aus allen Sparten. Sie hat auch wieder was vor, ich hätte sie da wohl inspiriert, weil ich sie gefragt habe. Aber egal, also jeder, der sich inspirationsmäßig verbunden fühlt, irgendwie was mitzumachen. Wie gesagt, ich habe da mehrere Projekte vor. Also einmal ist für denjenigen, welchen, der vor der Kamera steht, so eine Art Showreel, aber ganz ein Showreel als eigener Spielfilm, aber dennoch ein Showreel, den er dann weiterleiten kann, um daraus für sich selber in seinem Beruf, in seinem Metier dann zu punkten und dadurch einen Job zu bekommen. Ob das jetzt im Musikbereich ist, ob das jetzt im Filmbereich ist oder im Fotobereich. Also ja, sprecht an, kommt vorbei, kriegen wir hin. Das ist aber Beruf. Also das mache ich täglich. Wie gesagt, ich muss jetzt ich muss mal wieder ein Spezialvideo machen. Ich muss jetzt sogar mehrere Spezialvideos machen, um
ja, um den glücklich zu machen, ja. Und das sind Spezialaufträge, die man da hin und wieder mal abhandeln muss. Etwa, ja, es wird wieder lustig, aber wird gemacht, ist in Ordnung. Dauert halt ein bisschen länger. Dann kommt der nächste Auftrag aus Gelsenkirchen für ein Kino, da ist irgendwas schief gelaufen, da muss eine Festplatte auf eine Blu-ray und dann Dolby Sound gemischt werden. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, momentan ist viel Arbeit, ist klar, ist Weihnachtszeit. Viele weihnachtliche Sachen sind unterwegs, viele machen Weihnachtsfeier speziell, besonders auch im Foto- und im Filmbereich. Ja, das ist eben so. Also, ist mal wieder lustig hier. Richtig lustig. Nur, ich habe einen tollen Film gemacht, beziehungsweise ich habe gar keinen Film jetzt gemacht, sondern ich habe eine Ansage gemacht, da ich Interesse habe, wieder was zu machen. So, die einen haben da irgendwelche Kosmetik da, die anderen arbeiten mit irgendwas. Im Notfall drehe ich selber. Ist also kein Thema, ist nur viel Arbeit. Ich bin es halt gewohnt, viel zu arbeiten. Darauf möchte ich jetzt zum Schluss. Meine lieben Damen und Herren, meine lieben Freunde, Film-, Fotofreunde, wer Gutes abliefern will, wer richtig Gutes abliefern möchte, sollte viel Zeit mitbringen. Sollte nicht mal eben, mach mal eben. Ja, kannst du nicht mal eben? Komm, das muss ich sofort mitnehmen. Brauche ich sofort. Ich meine, ich kenne es ja von den Studenten. Ich kenne es von den Filmleuten. Ich kenne, ja, sie müssen abliefern. Haben den Schnittfehler, der Schnittfehler muss behoben werden, dass das aber alles konfiguriert werden muss, das wissen sie nicht oder wollen es nicht wissen, ja, mach mal eben, zieh mal raus, take mal ein, take mal aus. Ich liebe es, ich liebe meinen Job, ich liebe meinen Beruf durch und durch, ich finde es nur super toll. So, ich meine, das mache ich, dafür bekomme ich mein Geld, das ist vollkommen okay, nur jetzt möchte ich gern selber, einen tollen Film wieder zu machen. Da rufe ich jetzt auf, Musiker, alle Richtungen, ja. Oder irgendeiner, der eine interessante Geschichte hat. Ich muss mal gucken, im Bereich der Eisenbahner, im Bereich Star Wars, weiß ich nicht, ob ich da was machen sollte. Weil das ist ja auch wieder so urheberrechtlich. Nein. Also wenn, wird alles so gemacht, dass der Urheberrecht dann hier bleibt. Ja. Und nicht von außen, aber... dass derjenige, der vor die Kamera tritt, seine Urheberrechte abtritt, damit daraus ein sogenannter BDFA oder Singlefilm oder halt auch für andere Filmprojekte ein Film gemacht wird. Dass jetzt zum Beispiel der Film von Seal, ja, der auch den Grimme-Preis schon bekommen hat, sowas natürlich jetzt nicht, kann man auch machen, ist klar. Aber denkt dran, es ist viel Arbeit, kann Jahre dauern, bis man fertig ist. Zum Beispiel Seal, wenn man Seal dreht, ja, den Musiker, hat man einen Abstand von fast 2 Metern, weil näher lässt er keinen ran. Und dann kann man nur mit Zoom arbeiten, da kann man auch nicht Stop sagen oder so, darf ich nochmal, das geht nicht. Also da muss man sofort können, da muss man sofort die richtige Kamera haben und man muss draufhalten. Man muss draufhalten und nachher am Set sitzen, am Schneidepult sitzen und sagen, müssen wir anders machen, weil schief gelaufen. Ist so. Ja, und der Ursprung kann dann online, YouTube oder Vivenco dort gezeigt werden oder halt in so einem Filmfestival dann vermarktet auf den Weg gebracht werden. Manchmal macht es halt Spaß, nur etwas zu bekommen, eine Medaille oder eine Urkunde. Also meiner einer freut sich schon auf eine Urkunde, auf eine Medaille und sagt, ey, das ist, reicht mir, das ist vollkommen okay, das ist legitim, das macht Spaß. Und schauen wir mal. Also denkt dran, Künstler helfen Künstler, das ist die eine Sparte. Da könnte man gegenseitig, also wenn ihr mir helfen möchtet, würde ich mich natürlich freuen. Wird nicht passieren, ich muss mir sicherlich was ausdenken. Werde ich auch tun. Also ich liebäugle noch mit einigen Specials, womit man arbeiten kann, um wunderbare Sachen zu machen. Wenn man das alleine macht, auch kein Thema, muss man halt Funk steuern. Ja, man hat also Sensoren, die auf einen reagieren und dann reagiert auch die Kamera. Geht auch. Ist nur ein bisschen aufwendig, zeitaufwendig. Egal,
Nachher mache ich daraus 20 Minuten oder 3 Minuten. Auf dem Weg begrüße ich halt nochmal den Filmclub Dortmund, den ich sehr gut, den ich für mich, also ist für mich, haben wir alle gesagt, also der Club müsste an sich schon so einen Wahnsinns-Willi bekommen, weil er einer der besten Clubs ist, den wir kennen, und wir kennen verdammt viele. Und wie gesagt, der Dortmunder Filmclub, das sind interessierte Filmer, Hobbyisten, also die können richtig gut und die bringen es auch und die geben sich Mühe, also eine kleine Laudatio gebe ich jetzt hier. So, meine lieben Freunde, ich hänge aber jetzt ein. Zum ersten Mal merke ich, ich könnte wieder ausschweifen hier. Ich könnte wieder hier Foto, Film, Freunde, Club so richtig. Aber wen interessiert das? Das interessiert keinen. Das geht jedem einem am Po vorbei. Aber wie gesagt, ich bin immer noch begeistert, dass ich bei dem Filmtag war im Jahre 2018 und es aufgezeichnet habe. Ja, ich finde es toll, wer da gewonnen hat. Na, also Backstage mit Ziel, das war der Marc Eggers, muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie finde. Der ist sogar im Siegburger Filmclub in Siegburg, also der ist extra nach Dortmund angereist, weil einer seiner Filme unter den 20 besten war. Leider hat der Essener gewonnen, hatte ich auch erwähnt, immer grün oder fettes Grün. Ich kann nur eins sagen, okay, ist halt so. Genau. Grüße, hallo. Guten Tag. Bonjour, Monsieur. Hoffentlich können Sie.